Hallo Jungs, also letztens habe ich die SE4-Serie gemacht. Ich habe die ersten Eindrücke euch erzählt, dann habe ich das Messer getestet und dann habe ich euch gesagt, wo ich falsch lag, ob ich falsch lag. Ich lag nicht so falsch, nicht so viel daneben. Ein paar Jungs aus der deutschen Bushcraft-Community haben mir mal eine PM geschrieben und heute hat mir auch der Benny geschrieben und ich habe gesagt, ich werde das auch auf Deutsch machen, wenn ein paar Jungs das sehen wollen, dann mache ich das auch. Also, wo ich da falsch, aber nicht ganz falsch lag, war das mit der Fingermulde. Die ist großartig, aber der Rücken der Klinge drückt sehr in die Haut hier rein. Und wenn man sehr hart damit arbeitet, nach 5 oder 10 Minuten tut es weh. Was ich nicht erwartet habe, war, dass ich immer den Griff so gehalten habe. Und schon wieder 5 oder 10 Minuten harte Arbeit tut es weh. Jetzt habe ich auch letztes Wochenende damit gearbeitet und den vollen Samstag habe ich ohne Handschuhe mit dieses Messer gearbeitet. Keine Wunden, keine Narben, aber eben, es geht sehr in die Hand. Es tut schon weh. Wenn man damit 10 oder 15 Minuten arbeitet, tut es schon weh. Sonntag habe ich mal gesagt, ich nehme meinen Handschuh und ich arbeite damit. Jetzt ist das nur mein einfacher Handschuh. Der innere ist jetzt nicht rein, aber der ist fast immer rein. Also nur damit es ein bisschen dicker in der Hand ist. Hat sich besser angefühlt, aber weil ich den ganzen Samstag damit gearbeitet habe, hat es immer noch weh getan. Jetzt, ich habe ein bisschen Holz gespalten, nichts Großartiges, sehr weiches Holz und ich habe auch sehr viel Holzspäne geschnitten und Feathersticks gemacht. Ich hab's gesagt früher und ich will es nochmal sagen: Holzspalten schadet der Schneide nicht. Was es tun kann, ist die Klinge brechen. Aber nur, wenn da was nicht okay ist, ins Messer rein. Also ein gutes Messer wird es also aushalten. Schärfen ging ganz leicht. Ich habe ja mein Abziehleder für unterwegs jetzt. Und es ist ganz klein, hat schwarze und grüne Paste. Und nur über die grüne Paste bin ich gegangen, ich weiß nicht, 10 oder 20 Mal. Und es war wieder rasierscharf. Sonntag habe ich dann die Handschuhe benutzt und auf eine Metallplatte die Feathersticks und die Holzspäne abgeschnitten. Und ich bin ausgerutscht und in die Metallplatte ein bisschen reingebissen. Nicht sehr hart, aber hart genug, damit die Edge ein bisschen gerollt ist. Nur ein bisschen. Das war sehr leicht zu korrigieren. Mit diesem Hone, Wetzstahl, glaube ich, heißt es, leicht drüber gegangen. Und dann ein oder zweimal auf Hauptzieleder, ganz leicht, könnte es nicht mal spüren, dass dort was war. Nachdem habe ich den ganzen Tag damit gearbeitet, Essen gemacht, wieder Feuer gemacht, kein Problem. Ich finde, das Messer ist eigentlich ganz cool. Ihr könnt sehen, ich habe ein Lanyard drauf gemacht und ich bin kein Fan von Lanyards, nicht weil ich denke, dass sie gefährlich sind. Aber die kommen mir immer in die Quere. Wenn ich mal das Messer nur für ein paar Sekunden benutzen will, ich nehme es raus und wenn ich meine Hand nicht durch die Schlaufe reinstecke, dann ist das Lanyard irgendwo hier und es stört mich beim Schneiden. Ich finde das unpraktisch. Aber für Hacken, da hilft das Lanyard sehr viel. Mit oder ohne Handschuh, weil wenn man das Messer nur so hält, man könnte so ein kleines Lanyard machen, das hier einen extra Griff reintut, ja.
wenn man das Messer nur so hält mit zwei Fingern, dann rutscht es ein bisschen aus. Man muss sich auf zwei Sachen konzentrieren. Und dann passiert, dass man mit Nass die Kamera umhaut. Also ganz im Ganzen finde ich das Messer ganz gut. Ich weiß nicht, ob es. Ich würde hier für das Messer 150 Euro zahlen. Ich weiß nicht, ob das so viel Geld wert ist, aber die von Essie haben eine No Questions Asked Transferable Warranty. Das bedeutet, den kümmert es nicht, wenn ihr das Messer in zwei bricht. Nur verrostet muss es nicht sein. Und egal, ob ihr die Quittung habt oder nicht, ihr könnt das Messer verschenken, verkaufen, 10-mal und es hat immer noch. Für den ist es ein Messer, das sie ersetzen werden, egal was passiert. Es sei denn, es rostet und das würde eigentlich eure Schuld sein. Ihr könnt sehen, kein Rost hier. Ich habe es, nachdem ich es benutzt habe, einfach abgewischt und dann am Abend geschärft. Also kein Problem hier. Jetzt hat mich ein User hier gefragt auf Deutsch, was würde ich nehmen? Trapper oder Essie? Essie 4. Für Bushcraft würde ich den Trapper nehmen. Ist ein viel eleganteres Messer, finde ich. Der Winkel ist besser. Der Anschliffwinkel ist besser. Passt besser in der Hand. Ist bequemer. Das ist auch ein bisschen zu dünn, aber viel bequemer als das hier. Als Survivor-Messer würde ich das hier nehmen, weil es eben die Klinge eine größere Wandstärke hat. 5 mm, besser als 4. Und ich mag diesen Flachanschliff. Ich mag diesen Bauch der Klinge. Ich mag Droppoint-Klingen. Alles Sachen, die ich mag. Jetzt, wie gesagt, immer wieder so gehalten, weil eben hier zu wenig Kontrolle. Hier zu wenig Kraft. Hier genau richtig. Das Messer modifizieren will ich noch nicht. Vielleicht werde ich irgendwann mal das Messer baldig anschleifen. Ich kann mir vorstellen, mit Schleifpapier und Geduld geht das in 2, 3 Stunden sehr gut und man wird auch ein gutes Ergebnis kriegen. Also als Survivor-Messer wurde das gut gedacht, weil dieser große Winkel es dazu führt, dass die Klinge nicht so schnell stumpf wird. Und es wird vielleicht rollen, aber nicht chippen. Ich denke mal, das wollten die von Essie damit erreichen. Und für Feathersticks tut sich ganz gut, weil wenn man mehr Kraft und nicht so viel Kontrolle in den Schnitt bringt, wird so ein Messer sich sehr hart ins Holz reinbeißen und da wird es kein Featherstick mehr, sondern ein Holzspan. Mit diesem Messer kann man so viel Kraft aufbringen, wie man will. Es wird sich nicht so tief ins Holz reinbeißen und da kriegt man Feathersticks. Man kann natürlich den Rücken hier bearbeiten, damit man Feuerstahl zerkratzen kann oder so. Das brauche ich persönlich nicht. Und was wichtiger ist, man kann die Griffschalen abnehmen und sich neue machen oder machen lassen. Und die Scheide ist Top-Qualität. Viel, 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 viel besser als die Scheide von meinen Bravo 1, die Kydex-Scheide. Die war ehrlich gesagt. Ich kann das nicht in Worte fassen. Die hat mir die Klinge zerkratzt und ja, es war okay, aber wenn ich jetzt die hier sehe, also ihr könntet euch neue Griffschalen machen, das Kydex ein bisschen erhitzen und dann das Messer reindrücken. Dann habt ihr ein gutes Messer mit einem guten Griff, gute Scheide sowieso. Das Backing gibt es auch dazu. Vielleicht mögt ihr diesen Molly Locks nicht. Ich mag sie. Ich habe es so getragen das ganze Wochenende über. Ich hatte keine Probleme bei Sitzen oder beim Fahren. Für mich hat das funktioniert. Ich will mal sagen, ich liebe dieses Messer. Die Garantie ist ganz gut drauf, egal was ihr damit macht. Die ersetzen das Messer.
Ich finde, das ist wahrscheinlich die 150 Euro wert, dass ihr ein Messer habt, das, wenn ihr in zwei bricht, ihr kriegt ein neues. Jungs, ich hoffe, euch hat dieser Review, also die Eindrücke nach dem Test gefallen. Ich bin jederzeit froh, Videos für euch zu machen. Wenn ihr was wollt, dann sagt es mir ruhig. Ich werde das versuchen, ja, so schnell wie möglich, so schnell, ja, wie ich Zeit habe, zu machen. Und ich will euch auch danken für eure netten Worte, für eure Unterstützung. Sehr herzlichen Dank an Stefan. Weil er eben so nett war, habe ich mit dem Messer-Reviews auf Deutsch angefangen. Und ja, das war das SE3. 3, 4. Und das war meine, ja, nicht letzten, aber Eindrücke nach dem Fest. Einen schönen Abend wünsche ich euch.